Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier diese Woche mit Kalonia. Wir haben Post bekommen. Haben wir hier irgendwas verkauft? Nee, gar. Da nicht. Da haben wir ein bisschen was verkauft. Was haben wir denn da verkauft? Gamaschen. Und den Goldbarren haben wir verkauft. Okay, wenigstens ein bisschen was. Besser als nichts. So, ich bin jetzt hier, glaube ich, zum Roten Raben wieder in, genau, Dunkelhain, um die Quest. Welche war das? Stalwan, gell? Legende von Stalwan. Genau, ich sollte den Typen hier fragen, den Schankwirt, ob der irgendwas weiß. Mal gucken, was der so von sich gibt. Marshall Haggard hat euch geschickt. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Ach ja, der gute alte Haggard. Der arme Kerl wird über kurz oder lang stockblind werden, aber egal. Zeigt mir mal, was ihr da habt. So, beim Licht, aber sicher erkenne ich die Handschrift. Ich habe die Geschichten von unserem Stalwan jahrelang verfolgt. Also Alter, was lese ich denn zusammen? Ich habe die Geschichten um diesen Stalwan jahrelang verfolgt. Als vor ein paar Jahren diese Adligen, die hier zu Besuch waren, ermordet wurden, habe ich Haggard bei seinen Nachforschungen begleitet. Ich habe damals diese schlammverschmierten Seiten gefunden, aber es ist uns nie gelungen, die Handschrift mit diesen Verrückten in den Wäldern in Verbindung zu bringen. Eine Spur der Beweise zeigt aber, dass er schuldig ist. Bringt dies sofort zu Kommandant Ebon Locke und sagt ihr, was ihr entdeckt habt. Man sieht sie. Okay, das Dalwan soll irgendwas angestellt haben. Das kann natürlich sein, gell? Hallo. So, die Legende. Nun, Druiden, ich hoffe, das, was ihr mir da bringt, taugt auch etwas. Zeigt es mir und erzählt mir, was es damit auf sich hat. Aber beeilt euch ein bisschen beim Licht. Denn die Verteidigung von Dunkelhain ist mein wichtigstes Anliegen. Ich habe einfach nicht die Zeit, mich bei meinen Ermittlungen in Sackgassen zu stürzen. Jetzt muss ich nur gucken, kann ich das selber lesen, rechts klicken. Aha, wie viele Seiten haben wir da? 2. Alter. Ich glaube, ich sitze gerade falsch da, dass ich hier unter Kurzatmigkeit gerade leide. Das ist ja abartig. So, habe keine Zweifel mehr, dass sie dasselbe für mich empfindet. Heute Morgen legt sie sogar kurz ihre Hand auf meine. Wenn sie lächelt, leuchten ihre Augen wie glitzernde Diamanten. Auch wenn wir schweigen, schlagen unsere Herzen im Gleichklang und halten unsere Sinne Zwiesprache. Zorn und Wut, wie ich sie nie zuvor kannte. Wie kann sie es wagen? Ich unterrichte Gilles gerade in Zahlenkunde. Als Tiloa nicht nur mit einem Verehrer auftauchte, sondern auch noch in aller Offenheit Händchen mit ihm hielt. Was für ein ungehobelter junger Mann. Und anstatt mich richtig vorzustellen, sagte Tiola schlicht, oh, das ist nur mein Lehrer, Onkel Stalwan. Er ist ein netter alter Mann. Alt. Bei diesen Worten stieg mir die Zornesröte ins Gesicht. Ich bin ein paar Jahre älter und trotzdem betrügt sie. Okay. Da ist dann wohl Dingens dabei. Wirklich Zorn. Was kann ich für euch tun? Gut, dann geben wir ihr das mal ab. Mal gucken, was sie so von sich gibt. Ihr habt euch ja richtig gehend als Detektiv bestätigt. Und das als Druidin. Respekt. Was soll denn das heißen? So, was bekommen wir denn jetzt? Was ist denn, Katze? Ja, ich kann kein Katzisch. Auch wenn wir schon seit 11 Jahren zusammenleben. Ich kann's nicht. Ja? So. Ich beobachte diesen Widerling Stalwan jetzt schon eine ganze Weile. Aber wenn diese Seite tatsächlich von seiner Hand geschrieben wurde, dann beweist das seine Schuld ohne den letzten Zweifel. Solange wie Amtmann Dolty das Stadtverzeichnis jetzt schon verwaltet, ist er ein wahrer Experte darin geworden, Handschriften zu identifizieren. Zeigt ihm diese Seite und stellt fest, ob die Schrift dieselbe ist, wie diejenige der Unterschrift im Verzeichnis. Okay.
Können wir machen. Mögen eure Reisen sicher sein. Wir haben ja hier auch noch was bekommen. Aha, im Sog der Verzweiflung. Erst verhöhnt sie mich und nun ist sie verlobt. Das undankbare Gör hat mir Liebe vorgegaukelt, wo es mich doch nur verletzen wollte. Eine schwarze Leere hat mich erfasst und sie wird mit jedem Augenblick größer. Ihr Blut soll fließen, wie meine Tränen geflossen sind. Hohohoho. Okay, das ist aber, das gleicht ja schon fast einem Geständnis, was er da von sich gibt. Hallo! Hallo! Ja, ihr seid ja schon wieder da, Kalonia. Was gibt es diesmal? Aber ja, die Handschrift auf dieser Seite ist tatsächlich dieselbe wie die der Unterschrift im Verzeichnis. Kommandant Ebenlocker muss unverzüglich erfahren, dass die Handschriften identisch sind, Kalonia. Ihr Verdacht hat sich also bestätigt. Auf dann! So, jetzt habe ich aber hier, glaube ich, nichts mehr bekommen, oder? Nö. Passt. Braucht ihr Hilfe? Dem geben wir auch noch einen Buff. Vielleicht kriegen wir dann auch noch einen Buff. Ja! Okay. Ich wusste es. Gute Arbeit, Kalonia. So, Stalvan. Warte, den können wir auch noch buffen. Der kann mir zwar nichts geben, aber so wurscht. Stalvan Mistmantle hat ein Leben der Verworfenheit gelebt und unschuldige Opfer starben von seiner Hand. Zweifellos hat er noch zahllose andere Verbrechen begangen und nun wird Dunkelhain von diesem Wahnsinnigen bedroht. Das Licht allein weiß, welche schmutzigen Pläne er jetzt ausschickt. Deswegen brauche ich eure Hilfe, Druidin. Begebt euch zu seiner Hütte ein kleines Stück nördlich der Stadt und schaltet Stalvan allen für alle Mal aus. Sobald die Tat verbracht ist, begebt euch zu Madame Eva und zeigt ihr den Ring seiner Familie. Schließlich war es ihre Vorahnung, die zu dieser entsetzlichen Entdeckung führte. Doch jetzt kann ganz Dunkelhain dank ihr wieder ruhiger schlafen. Okay, da war ich. Jetzt musste ich gerade gucken, wo ich überhaupt war. Okay, so, was haben wir jetzt überhaupt? Bewaffnet und bereit. Morbend Fell. Warte mal, wir müssen. Okay, das ist das da. Ich sollte mich jetzt erstmal auf dem Weg darüber machen, dass ich den Ding hier, die Quest hier abgeben kann. Ja, für den einen oder anderen, der sich vielleicht fragt, warum ich so außer Atem bin, obwohl ich eigentlich scheinbar nur hinterm Rechner sitze oder hinterm Bildschirm sitze und eigentlich nur aufnehme und ein bisschen rede. Ja, das liegt daran, dass ich schwanger bin, hochschwanger bin und mir bei den kleinsten Kleinigkeiten teilweise die Luft schon wegbleibt, wo ich mir selber denke, Alter, bin ich froh, wenn das vorbei ist und ich wieder normal Luft kriege. Ich habe in der letzten Folge, ich weiß noch nicht mehr, ob das jetzt hier in WoW Classic war oder ob das in Retail war oder bei den Sims. Ich kann es echt nicht mehr sagen, aber ich sag's dir jetzt einfach nochmal. Es ist durchaus möglich, dass dann irgendwann mal die Videos abbrechen. Ich hoffe halt nur kurzzeitig, ich weiß halt nicht, wie das Ganze dann abläuft. Beziehungsweise mir wirklich möglich ist, dass ich das dann halt auch alles mache. Aber gut. Immerhin soll es mir auch Spaß machen. Und mit Baby ist das Ganze natürlich ein bisschen komplizierter. Anstrengender, komplizierter. Ich weiß nicht, wie ich genau dazu sagen soll. Es ist auf alle Fälle anders. Gut. Also, der liebe Stalvan hat sich in ein Mädel verliebt, die dann aber scheinbar einen anderen geheiratet hat oder heiraten wollte. Und daraufhin hat er dann Rachegelüste bekommen oder so. Keine Ahnung, wie ich mir dazu sagen soll. Gute Frage, gell? Ganz gute Frage. Wie soll man dazu sagen?
Besser. Elephant DPS LPS. Wieso spammt er das jede Minute? Level 60. Social Guild. So, jetzt darf ich die Abzweigung nicht übersehen. Alter, beim Essen habe ich es aber auch ein bisschen übertrieben, glaube ich, mit einem Aufstrich. Mein Freund hat einen Aufstrich, einen Knoblauchaufstrich gemacht. Und hat auch noch erzählt, ja, im Rezept stand, dass drei Knoblauchzehen verwendet werden sollten. Er hat vier genommen und dafür besonders große. Wo ich ihn mal angeguckt habe und gesagt habe, toll. Als ob Knoblauch nicht mit der Zeit noch durchziehen würde, oder? Ja, und heute habe ich mir das auch noch besonders dick auf den Toast drauf geschmiert. Das ist besonders intelligent. Jetzt stoß mir die ganze Zeit der Knoblauch hoch. So. Grüße. Grüße die Füße, bewaffnet und bereit. Hallo Kalonia. Ihr wart nicht allzu lange weg, aber ich sehe ein Feuer in euren Augen, das dort vorher noch nicht loderte. Ach so. Ah, das wird Sicherheit geben. Die Satanskreatur Morbentfeld geben. Gut gemacht. Ihr seid bereit. Morbentfeld wird fallen. Morbentfell hält sich in seinem Unterschlupf verborgen, dem Haus, das hoch oben auf dem Hügel im Osten über dem Friedhof von Rabenflucht thront. Doch seine Zeit in diesem Land neigt sich dem Ende entgegen. Setzt Morbents Bann gegen ihn ein. Das wird seine schützenden Zauber machtlos machen. Er schlagt ihn und errettet uns von seiner Verderbtheit. Werdet zum Instrument meiner Rache und damit zur Heldin des Dämmerwalds. Für die Allianz. Für die Allianz. So, wo muss ich dafür hin? Ach, dahin. Okay. Sucht hier jetzt noch irgendwer für Morbentfell? Ich war noch nicht so weit. Soll ich das einmal versuchen? Ich meine, da ist ein Toter. Der ist da drin. Echt jetzt? Da werden wir mal schauen, ha? Huh? Ich meine, es ist eine Gruppen. Nee. Gruppenquest nicht zwingend, aber eine Elite-Quest auf alle Fälle. Wieso kriegen wir schon wieder kein Ding ab hier? Was soll denn der Blödsinn? Nicht genug Energie. So, den wollte ich eigentlich machen noch. Tank Elf Gegnoma. So, der soll schnell rauskommen, der Affe. Jetzt haben wir noch zwei. Aber das kann ich mir runterholen, das ist sehr schön. So. Kriegst du das wenigstens an? Ja. Sehr schön. Komm schon. Nicht genug Energie. So, was mache ich denn da? Das lädt immer noch auf. Wir haben jetzt hier noch einen Hirnfresser.
hat ja den Debuff abbekommen, das ist sehr gut. So. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin noch nicht gespannt. Da kommt nämlich noch was. Aha, Morbandfelder ist da, Hirnfresser. Wie soll das funktionieren? Da pull ich ja Gott und die Welt. Okay, dann brauche ich gar nicht probieren, gell? So, wo war die Suche? Burning Head. Null Spieler gesamt. Okay, warte mal, wir suchen einfach mal LFM für Morbandfell. Schauen wir mal, ob noch wer da ist. Ja, nein, vielleicht. Weiß nicht, hab Angst. Aber so wie es ausschaut, rührt sich keiner. Das heißt, wir probieren einfach den anderen da drüben. Weil das ist ja auch ein Elite, aber... Das ist wenigstens schon grün. Wir probieren uns einfach mal, gell? Etwas? Ich persönlich brauche gar nichts von dir. So. Graben in der Erde. Ihr schaufelt die nicht allzu feste Erde über dem Grab weg und findet die Überreste eines Sarges. Aus dem Sarg ist das Vibrieren und Kratzen von Klauen zu verformten Fingern zu spüren. Und das Knirschen verfaulter Zähne zu hören. Werdet ihr den Sarg öffnen und das Herz des Einbalsamierers bergen? Wir werden es sehen. Da kommt er. Eliza. Oh. Kann ich dich nicht irgendwie unterbrechen oder so? Ich habe nicht genug Energie. What the hell? Nicht genug Energie. Nein, das kann ich vergessen. Dam, dam, da, dam, da, dam, da. Nicht zu dick. Bup, 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 bup. Scheiß Trick. Okay. Kacke. Kann ich nichts machen. Weder eines noch anderes. Und kann ich nur schauen, dass da Orks in den Wäldern, das könnte ich machen. Und Ring der Familie, das könnte ich noch machen. Na, jetzt habe ich den Int und Ausdauer verloren. Verdammt! Mein Mana ist zu niedrig. Das ist aber Mist. Vor allem, wie viel spawnten der? 3 oder 4 Wachen waren das jetzt, gell? Entschuldigung, ich glaube 3. Okay. Also, andere Route. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Ich könnte eigentlich gleich hier hinten langlaufen. Ne? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. So.
läuft ja gerade auf Twitch dieses Drop Farmen, keine Ahnung, womit man dann irgend so ein, weiß nicht, ist das Spiel. Ach, apropos, ich muss das ja, glaube ich, noch einsammeln, gell? ist das ein Spielzeug, wo man dann, glaube ich, so ein eigenes Portal wieder bekommt von Ruhestein oder irgendwie sowas war das. Und ich glaube am 9., ich meine, ach ja genau, das ist mir auch noch eingefallen, ich habe ja eine Woche im Voraus jetzt aufgenommen, das heißt, ich rede zwar von aktuell, was aber eigentlich dann eine Woche im Nachhinein ist, das ist mir heute auch so eingefallen. Bezogen eher auf Retail, aber ist wurscht. Auf alle Fälle habe ich diese Drops-Ding da mal aktiviert. Also nicht aktiviert, aber ausprobiert, das wollte ich sagen, ausprobiert habe ich es. Das Portal hätte ich demnach eigentlich schon. Aber ja, also beim Schauen von WoW Streams habe ich bei Gold Goblin reingeguckt und habe mir dann gedacht, Alter, weil er halt auch bei den Berufen ein bisschen was gemacht hat und so weiter. Und ich ja generell auch gesagt habe, Retail fange ich jetzt mal an und schaue mir das Ganze dann mal an. Ich meine, ich bin sowieso nach wie vor noch immer mehr oder weniger geflasht. Allein schon von der Geschwindigkeit des Levels. Also ich habe da jetzt dieses Wochenende erst wieder gesehen, dass... ja, wie soll ich sagen, dass mein Hunter, den ich von damals hochgelevelt habe, der schon Level 120 war auch, der ist jetzt aktuell halt noch Level 60 und der Mage, den ich jetzt erst vor kurzem neu angefangen habe, der ist schon Level 55. Wenn ich jetzt dann wieder aufnehme, wird der sicher auch Level 60 sein dann und ich werde dann auf die Dracheninseln da kommen. Und ja, das ist irgendwie, also wenn man da mal die Playtime vergleicht, das ist echt nicht mehr normal. Das ist absolut nicht mehr normal in meinen Augen, aber gut. So, stinkender Leichnam. Ja, du kriegst das wenigstens ab hier. Das ist ja wenigstens schon mal was. Krankheiten. So, und der Stalwarn-Typ ist da drin, oder was? So. Stalwarn-Mist... Oh. Okay, so war das jetzt eigentlich nicht geplant. Warte mal, geh mal bitte nochmal da rein. Boah, der haut aber ganz schön rein hier. Komm schon. Nein! Alter! What the fuck? Also irgendwie schaffe ich gerade gar nichts, kann das sein? Dum, da, dum, da, da. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Da. Ja, man könnte jetzt die Borgenherzen noch probieren. Es kann auch sein, dass ich gerade nichts zusammenbekomme, weil ich halt einfach hundemüde bin. Also mein Schlaf ist auch schon alles andere als erholsam. Und ja, ich bin eigentlich ehrlich gesagt einfach nur noch froh, wenn das Baby da ist und ich dann wieder normal schlafen kann. Also sprich, so wie ich sonst immer geschlafen habe, auf dem Bauch. In der Hoffnung, dass ich weniger Rückenschmerzen habe und so weiter und so fort. Das wäre echt nice. Aber ich befürchte fast, es zieht sich noch ein paar Wochen hin. Ja, wenn ich dann die hier gemacht habe, habe ich noch lange kein Level Up. Ich sehe schon wieder, dass man hier Energiekosten häufig hat schreddern.
Schreddern vergesse ich aber fast immer. Oder verwende ich eigentlich nie. Aha. Da, erhöhte Ding. Okay. Erhöht eure Intelligenz um 4%. Zusätzlich wird eure Ausdauer um 4% erhöht, wenn ihr im Bären- oder Terrorbärengestalt seid. Oder eure Stärke um 4%, wenn ihr in Katzengestalt seid. Heißt das jetzt, ich muss auf Stärke gehen? Habe ich da irgendwas falsch gemacht? So. Wir haben noch 73%. Ich werde es einfach nochmal probieren. Und zwar werden wir da uns jetzt reinschleichen. Und... Haha. Ah, der ist eh schon gerade draußen. Put, komm, geh rein, ha? Hopp. Komm. Du hast ganz richtig gesehen, es ist gerade während dein Haus reingeschlichen. Alter, ein Retail natzte den sich ja einfach gleich um, gell? Du guckst ihn nur an und er fällt um. Wahrscheinlich. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Komm schon. Hey, aber... Ich habe nicht genug Energie. Jetzt. Das finde ich toll, dass du in deinem Haus ins Eck rennen willst. Ha, wir haben es geschafft. Sehr schön. Also, wir haben doch mehr geschafft als gedacht. Ja, wunderbar. Ja, ich glaube, Fehler war jetzt auch einfach nur, erstens mal, ich habe den Skillpunkt nicht vergeben. Der hat dann momentan doch viel ausgemacht. Zweitens, ich war genau gar nicht vorbereitet. Und drittens, Genau, ich sollte meinen Stream Deck ein bisschen besser verwenden. Da setze ich extra Sachen drauf, dass ich die nicht unbedingt in der Leiste drin habe und dann verwende ich es nie. Haha. Das Ducken hat nämlich, glaube ich, jetzt auch einiges ausgemacht. So. Jetzt hoffe ich nur, dass jeder kleine Große nicht rumeiert. Ring der Familie Mistmantle. Also, aber eins muss ich schon sagen, irgendwie freue ich mich schon wieder, wenn ich in Retail reinschaue. Da habe ich letzte Woche jetzt gar nicht reingesehen. Letzte Woche, oder lass mich überlegen, vorletzte Woche, keine Ahnung, ich glaube vorletzte Woche dann in dem Fall, ich muss irgendwie zurückrechnen, kam ja der neue Patch raus. What the fuck, was geht denn da ab? Es sind aber viele auf einem Haufen. Auf alle Fälle kam da ja der neue Patch raus, mit dem man dann auch Dingens, ist er zweit entfernt, ja. Komm, put. So, mit dem man dann ja dann auch die Dings hier verwenden kann. Das Level-Equip auf also bis Level 70 hochstufen konnte, das habe ich dann auch beim Mage gleich mal gemacht. Das wird... Ah ja, genau, die kann ich kühlschnallen. Da war ja was. Ja, das habe ich nämlich auf alle Fälle dann gleich gemacht. Also zumindest der Mage kann dann schon mal bis Level 70 mit dem Level-Equip hochleveln.
Alles andere werden wir dann sehen. Und beim Stream ansehen habe ich mir halt auch ein paar Mal gedacht, Alter, ich werde so überfordert sein mit diesem neuen... Also erstens mal habe ich mal gelesen, dass du mit Items zugeschmissen wirst, ganz normal, also mit Hersteller-Items und keine Ahnung was alles. Und ich mir dann wegen dem Stream von Gold Goblin, das wollte ich gerade noch sagen, Alter, ich bin so verwirrt heute, dass ich so verwirrt sein werde, was das Skillen vom Beruf betrifft. Also er hat zwar in seinen Guides auch reingeschrieben, dass es möglich ist, mit einem Charakter alles zu skillen, aber es dauert halt seine Zeit. Das ist halt der einzige Nachteil, keine Ahnung was. Und wenn man jetzt halt schnellstmöglich so viel wie möglich irgendwie haben möchte, dann sollte man halt doch so gut wie jeden Beruf auf zwei Charakteren haben oder so, keine Ahnung. Irgendwie so war das. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich habe nicht genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. Da kommen dann wahrscheinlich zwei. Ich muss erst mal gucken, dass ich die hier irgendwie einzeln pull. Das wäre dann, also das ist, ich freue mich schon drauf, wenn ich das skillen kann, dass ich das mal einmal habe. Alter, meine Nase macht mich halt auch wieder fertig. 20, das heißt, wenn 21 Punkt in 2 Level, kann ich dann hier das Feenfeuer in Tiergestalt skillen. Dann brauche ich nicht immer Menschengestalt sein. Das ist ja dann nämlich auch schon mal viel wert. Besudelter Neuheuler. Komm her. Da ist nämlich, glaube ich, ein Rare auch drin. Der ab und zu mal Kuckuck spielt. Vielleicht sehen wir ihn ja auch. Da ist er. Oder brauchen wir den? Achso, nee, ist kein Ding. Okay, das ist kein Rare, sondern ein Questmob dann. Dann werde ich sicher auch noch töten müssen. Ist richtig kacke. Sag mal, hier draußen sind nur die Faulreißer, gell? Ist das kacke. Aber der ist eh gerade reingerannt. So. Wenn der aber so schnell hin und her kommt, dann werde ich schauen, dass ich den gleich machen kann. Weil der geht mir sonst auf die Eier. Ja, hast du mich schon gesehen. So. Die verfehle die ganze Zeit. Gut, Spill. Den muss ich sicher noch kaputt machen. Kann ich noch nicht tun. So, besudelter. Wie viele brauche ich von den 8 Stück? Alter, Falter. Ich habe nicht genug Energie. Ich habe nicht genug Energie. Ausweichen. Das ist super. Echt jetzt? Nicht genug Energie. Komm schon.
Oder war da hinten drin noch irgendwie ein Rare? Ich weiß es nicht mehr. Ich bilde mir ein, dass da einer auch ein Rare war, den ich gerade vorher gekillt habe. Ich habe nicht genug Energie. Oder war das eine andere Straße? Ich bilde mir ein, das war wirklich hier im Dämmerwald. Komisch. Ganz komisch. Das muss ich auch dazu sagen. Bin ich nicht bereit. So, da sind wenigstens beide Dots drauf. Und der zweite recht viel, genau. Was machen sollte. So, okay, von denen haben wir jetzt alle. Jetzt brauche ich nur noch zwei von draußen, ne? Nur noch zwei Faulreiser. Yay. Zwei Vollreiser. So, dann werden wir gleich den holen. Ja. Ich bin außer Reichweite. Und den von da drüben werden wir uns noch holen, gell? Das sollte dann normalerweise alles ausreichen. Yay. Diese Fähigkeit. Okay, jetzt hatte ich, glaube ich, einfach nur Glück, dass ich den nicht auch noch gepult habe. Hat er ziemlich genug Energie. Yay, jetzt hat er wieder beide was. Das und das drauf. Dots. Damage over time. Wieso werde ich eigentlich gerade als Heal angezeigt? Ich bin doch. Warte mal. Nein. Hallo? Ja, keine Ahnung, warum das gerade nicht geht. Aber ist auch wurscht. So, ich mache mich jetzt gleich mal hier auf den Weg zurück. Wir haben ja leider eine Krankheit abkassiert. Oder einkassiert. Erlittener körperlicher Schaden um 6 Punkte erhöht. Gar nicht gut. Gar nicht gut. So. Tank, LFG, Gnoma. Westnord, Need Healer and DPS. Wo ist es da schon wieder locked? Achso, DPS Looking. Für Gnomerigan Group, LFG Gnomerigan. Ja, da hätten es schon mal einen Tank und zwei DDs. Einen Tank und zwei DDs. So, wir sollen ja zu der lieben alten. Braucht ihr etwas? Kalor. Hey, wo ist sie? Also sie ist da drüben Ehre drin. Dem okay. König, Walks in den Wäldern. Ich will ganz ehrlich mit euch sein, Kalonia. Ich hatte nicht geglaubt, dass ihr so weit kommen würdet. Aber ganz offensichtlich seid ihr als Druidin nicht zu unterschätzen. Und wenn ihr euch ganz offiziell Meister Karewin, was Karewins Sache anschließen wollt, dann verfasse ich gern ein Empfehlungsschreiben für euch. Ja, tu, was du nicht lassen kannst. Hier, bitteschön, Kalonia. Bringt Meister Karewin diese Nachricht. Schnell zieht er ein Stück verblasstes Pergament hervor und reicht es euch.
Noch ein paar mehr wie ihr, dann sind wir bald mehr Kämpfer als die Nachtwache. Vielleicht können wir dann das Werk vollenden, an dem wir wenigen uns heute noch vergebens abmühen. Siehe den Ehrenfreund. Ja, schauen wir mal. Was ist der Typ? Ach, der ist da drin. Hallo. Ja, was wollt ihr? Macht schnell. Es gibt wichtige Dinge, um die ich mich kümmern muss. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Dann können wir wieder lesen. Diese Botin hat sich als Wesen des Lichts erwiesen, als tapfer im Kampf gegen die Untoten und Dämonen am Rande des Dämmerwalds und Willens mit eurer Familie für die große Sache des Lichts zu streiten. Ich würde daher vorschlagen, ihr gebt dieses Licht, was dieser Lichtgestalt weitere Aufgaben, vielleicht die Überwachung einiger Verdächtiger in der Stadt, von denen wir vermuten, dass sie mit den Feinden des Lichts paktieren. Okay. Schauen wir mal. Was kann ich für euch tun? Hier, vergebt mir den kühlen Empfang, Kalonia. Aber wie ihr sicher sehen könnt, hey, mein Name stand da gar nicht drin. Also wurscht. Bin ich ein vielbeschäftigter Mann. Ganz offensichtlich habt ihr Kalor beeindruckt. Ich kann euch versichern, das ist eine beachtliche Leistung. Und er hat euch seine Empfehlung ausgesprochen. Es sind äußerst üble Gestalten unterwegs. Aha, okay, das ist dann schon... unterwegs, Kalonia, und wir können die Hilfe von jedem gebrauchen, der seinen Wert bewiesen hat. Wir kämpfen gegen Dämonen, die Untoten und alle, die ihnen Hilfe gewähren. Seid wachsam, seid auf der Hut und traut niemanden, der unsere Sache nicht unterstützt. Ruhm unter dem Licht. Achso, beenden. Ausdauerwille ist in dem Fall eigentlich kacke, gell? Ein Schild, wie schaut das denn aus? So schier. Auf dann. Und wir bekommen außerdem einen Zauberstab. Yay. So. Da müssen wir jetzt rein. Ehre dem König. So, meine Liebe, wir haben hier einen Ring. Ich weiß es bereits, Kalonia. Stalvan ist tot. Ich spüre, wie eine Woge der Hoffnung durch den verseuchten Wald ging. Nun ist der Dämmerwald für alle Zeiten von Stalvans Blutdurst befreit. Meine Freude wird getrübt durch den Gedanken an all diejenigen, die diesem schrecklichen Monster zum Opfer gefallen sind. Doch wie dem auch sei, ihr, Druiden, seid mutig und geschickt und ich danke euch. Naja, ich muss dazu aber auch sagen... Ausdauer, Wille. Den werden wir jetzt halt einfach mal austauschen. Seid vorsichtig. Einfach, weil ich da zwei Ausdauer drauf habe. Obwohl ich ehrlich gesagt finde, dass die Ringe einfach scheiße sind für mich als Druide jetzt gerade. Aber gut. Gut. Wie auch immer. So, das heißt, wir haben jetzt hier nur noch... Warte mal, wo habe ich denn hier eigentlich einen Rüstmeister? Da drüben. Ich habe hier jetzt nur noch Dämmerwald, also zwei Elite-Quests. Das ist mir zu heavy. Ich glaube, Dunkelküste, Dungeon, das lassen wir sowieso. Ja, ich werde jetzt dann einfach mal den Ruhestein verwenden, um nach Danassus zu kommen. In gleichem Atemzug werde ich natürlich auch die Post hier gleich ausleeren und dann nochmal wieder ins AH reinstellen. Und dann werden wir uns, warte mal, Dämmerwald, das kann ich jetzt hier ausblenden. Ich kann jetzt hier Eschen, also hoppla. Ich sollte den richtigen Knopf dafür drücken, gell? Dann werden wir kurz ins Sumpfland reisen, damit wir hier... Nee, gar nicht. Terramor. Ha! Wie komme ich dann nochmal nach Terramor? Wie war das noch gleich? So, warte mal, wir sind hier. Da kommen wir nach Tel Thrassil, ja. Und hier Hafen in Sumpfland. So, Sumpfland ist aber hier drüben. Warte mal. Terramor.
Ah, okay, und da kommen wir. Okay, doch, wir reisen noch nach Sumpfland und bla bla bla. Okay. Ich habe mir, glaube ich, jetzt schon eine Reiseroute hier zurechtgelegt, gedanklich. Das Leder wird einfach nicht verkauft, gell? Mist. Wurscht. Gut, ja, wir sehen uns dann in einer weiteren Folge diese Woche. Und ja, bis dahin verabschiede ich mich jetzt erstmal und wir sehen uns dann. Baba.